Das Lied heißt Treffen sich zwei Leute. Treffen sich zwei Leute, sagt der eine, wissen Sie. Ich hab bemerkt, der Müller, der trägt seine Maske nie. Wie ich den kenne, treibt er sich mit Querdenkern herum. Ich würde ihn sofort rausschmeißen, der bringt uns alle um. Da sagt der andere, wissen Sie, das geht mir ziemlich nah. Herr Müller, der hat Lungenkrebs und höchstens noch ein Jahr. Er wollte es nicht sagen, doch dann ist er hier gewesen. Mit Tränen in den Augen habe ich das Attest gelesen. Ich sage Ihnen eins, es erweckt in mir Verdruss, dass er sich statt vom Virus jetzt vor Anfeindungen schützen muss. Auf Kollegialität zu achten, das ist meine Pflicht. Es wirft ein schlechtes Licht auf ihr bedecktes Gesicht. Der Chef der Firma bin noch immer ich. Treffen sich zwei Leute, sagt der eine, wissen Sie. Es gibt doch diese elenden Impfgegner, kennen Sie die? Die müsste man zum Schweigen bringen, notfalls mit Gewalt. Ich hoffe ja, die machen ernst und die Impfpflicht kommt bald. Da sagt der andere, nein, so manches, was die sagen, stimmt. Vor allem, dass die Impflinge Versuchskaninchen sind. Bei Covid setzt man plötzlich alle Regeln außer Kraft. Das hat nichts mehr zu tun mit seriöser Wissenschaft. Wenn Forscher unter Druck geraten, ist das meistens schlecht. Ich hoffe nur, dass sich der Optimismus nicht noch rächt. Für Aufklärung zu sorgen, sehe ich an als meine Pflicht. Sie verstehen das hoffentlich. Als Ihr Hausarzt sage ich, impfen lasse ich mich lieber nicht. Treffen sich zwei Leute, sagt der eine, weißt du was? In puncto Covidioten, da versteh ich keinen Spaß. Ich wünsche denen, dass sie gegenseitig sich anstecken und langsam ohne Notbeatmung elendig verrecken. Da sagt der andere, weißt du was? Ich schaufel mir ein Grab. Ich stell mich an den Rand und dann drückst du einfach ab. Dann gibt es einen Covidioten weniger im Land. Lieber jetzt als gleich, sonst nehmen die noch überhand. Ich möchte lieber sterben, als in so einem System zu leben, wo die Menschen für die Sicherheit die Menschlichkeit aufgeben. Niemals mehr Faschismus, ganz egal wie er auch heißt. Ich bin ein freier Geist und ich möchte, dass du weißt, dass dein Opa auf dein Atemgerät scheißt. Vielen Dank. Wie gesagt, das Lied ist aus dem Jahr 2021.